Play on Stage, das sind Programmpunkte, wie der Name schon vermuten lässt, die auf der Bühne stattfinden. Zum einen sind das Impulse, also kurze Vorträge zu einem bestimmten Thema. Dann sind das aber auch Gesprächsrunden. Da gibt es zum Beispiel Artist Talks, da wird dann eine Stunde lang ein Künstler, eine Medienschaffende, jemand aus der Games-Branche interviewt zum Hintergrund. Es gibt die, Redeformate wie die Play Couch, wo sich ein Moderator mit drei Gästen über Fragestellungen austauscht. Und es gibt dann natürlich auch Abendprogramme wie den Play Poetry Slam. Und Play on Stage heißt aber bei Play nicht nur zu sitzen und zuzuschauen, sondern man kann auch selbst aktiv werden. Es gibt immer wieder auch performative Elemente. Der Escape the Room gehört bei Play auch in diesen Bereich. Oder auch interaktive Shows und Programme. Wir haben ein sehr breites, bunt gemischtes Publikum. Also besonders zu den Redeformaten kommen Leute aus der Games-Branche, da kommen Studierende, Lehrkräfte, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Sehr gemischte Hintergründe. Und wir bringen die Leute eben hier zusammen und schaffen einen Ort, sich über bestimmte Thematiken eben auszutauschen und ganz viele verschiedene Perspektiven eben zu einem Thema zusammenzubringen. Und das ist für uns als Festival von Anfang an eben ein sehr wichtiger Bestandteil gewesen.